Wir sind hier auf der Straße, wir sind hier, weil wir wirksam werden wollen und wir sind hier, weil wir mit dem Frankfurter Appell tatsächlich auch ein Instrument haben, das wieder einmal Friedensbewegung, Umweltbewegung, Klimabewegung, soziale Bewegung, Gewerkschaften zusammenbringt, gemeinschaftlich die Interessen hier zu formulieren auf dem Platz und sich für eine Veränderung, eine globale Veränderung, aber auch eine Veränderung der bundesdeutschen Politik hier gerade zu machen. Früher, früher, da gab's mehr Panzer. Duff, da, da, duff, duff, duff. Alle jetzt gen Osten, Defender 2020. Dass diese stolze Melodie um die Erde geht, dass überall die Wahrheit erblicken, dass diese stolze Melodie um die Erde geht. Tausende demonstrieren heute an vielen Städten in Deutschland, von Stuttgart bis Berlin, von Köln bis Bremen, Hamburg, Neumünster und an vielen anderen Orten. Ein großes Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Aktivisten, Sozialverbänden und vielen anderen. Unsere Forderung: Abrüsten statt Aufrüsten, Atomwaffen abschaffen, Entspannungspolitik jetzt. Frieden statt Kriege, soziale Gerechtigkeit statt Elend in der Welt. Deswegen sind wir heute gemeinsam hier. Unser Marsch ist eine gute Sache, weil er für eine gute Sache geht. Wir marschieren auf Rüstung und Waffe, wir erobern verbrennendes Gebiet. Wenn ich frage, gegen wen wir uns eigentlich verteidigen müssen, bekomme ich keine Antwort. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Das ist eine Politik der Unsicherheit, der gegenseitigen Bedrohung. Eine Politik, welche die globalen Herausforderungen der Pandemie, von Hunger, Armut und Klimakrise nicht konstruktiv annimmt, sondern verstärkt. Ist der Atomwaffenverbotsvertrag. Am 24. Oktober hat mit Honduras der 50. Staat den Vertrag ratifiziert. Damit tritt der Vertrag nach 90 Tagen, also am 22. Januar 2021, in Kraft. Leute, das ist der Hammer! Am 22. Januar muss gefeiert werden. Als Gewerkschaft Verdi nehmen wir neben unserem arbeits- und sozialpolitischen Mandat auch den gesellschaftspolitischen Auftrag für Frieden, Demokratie und Menschenrechte wahr. Ausgangspunkt ist ein erweitertes und auch ein historisches, untermauertes Verständnis von Sicherheit, das neben sozialer Sicherheit auch physische Sicherheit umfasst, sodass alle Menschen selbstbestimmt und würdevoll von guter Arbeit leben können, gegen die Risiken des Lebens wie Krankheiten, Unfälle und im Alter abgesichert sind und sich für ihre Angehörigen angstfreie Zukunftsperspektiven wahrnehmen und ihre Persönlichkeit frei entfalten können. Denn das hängt alles miteinander zusammen.
der Grund, dass wir so viel Geld in Waffen investieren? Woher kommt eigentlich die Intention? Woher kommt dieses Ziel von 2%? Die Grundidee der NATO ist doch Friedenssicherung, international. Und was ist die größte Bedrohung für den Frieden oder eine der größten Bedrohungen für den Frieden in der Zukunft? Es ist die Klimakrise. Schon jetzt kämpfen Menschen um Wasser auf der ganzen Welt, um Ressourcen. Es werden Milliarden Menschen aufgrund der Klimakrise fliehen, weil Menschen kämpfen werden gegeneinander. Und wir exportieren weiter Waffen und befeuern diese Kriege. Stattdessen könnten wir in Deutschland und in Europa anfangen, das Geld, was wir in Rüstungsexporte und in Waffen stecken, in Klimaschutz zu stecken und damit aktiv Kriegen vorbeugen und Frieden international schaffen und unserer Verantwortung global gerecht werden. Wenn in der großen, weiten Welt viel Geld in ihre großen, weiten Taschen fällt. Sie lassen bauen, hämmern, löten, für noch mehr Güter welche töten. Noch mehr Waffencontainer, noch mehr Mordindustrie und alles made in Germany. Wir sind Friedensorganisationen und friedenspolitisch engagierte Einzelpersonen. Wir kommen aus dem hochschulpolitischen Raum, aus Stadtteil-Friedensinitiativen, aus Gewerkschaften, aus der Kirche oder linkspolitischen Parteien. Wir vertreten migrantische oder klima- und umweltrelevante Gruppen. Bewegte Gruppen natürlich. Wir sind auch Künstlerinnen und Mensch aus sozialen Zusammenhängen. Wir freuen uns über jede Gruppe, über jeden Menschen, der diese Volksinitiative zu einem Erfolg machen möchte. Ich danke allen Hamburgerinnen und Hamburgern, Friedensbewegten, die heute hier waren, trotz der Kälte. Wir sind schneller durch, als wir eigentlich geplant hatten, wahrscheinlich wegen der Kälte. Aber ich glaube, dass wir ein sehr, sehr breites Bündnis hier hatten, ein sehr breites Spektrum an Reden und Perspektiven. Und ich hoffe, wir sehen uns hier sehr, sehr bald wieder, denn wir lassen uns die Straße, den öffentlichen Raum für unsere Interessen und unsere Willenskundgebung nicht nehmen. Schöne Weihnachtszeit allen und einen guten Rutsch ins neue Jahr ansonsten.